Gentlemen, meinen Glückwunsch. Sie sind allen Anforderungen gerecht geworden, die man nach jahrelanger Ausbildung seitens der Regierung erwarten kann. Und wenn Sie mir nun folgen würden, wir hätten noch einen letzten Test durchzuführen. Einen Sehtest. Wo wollen Sie hin? Mann, was wird hier eigentlich gespielt? Mitte der 50er hat die Regierung eine unterfinanzierte Behörde ins Leben gerufen, deren lachhafte Aufgabe darin besteht, Kontakt mit Völkern herzustellen, die nicht von diesem Planeten stammen. Wenn Sie auf die Spitze dieses Gerätes blicken würden, dann führen wir den Sehtest durch. Alle hielten diesen Verein für einen Witz, aber nicht die Außerirdischen, die am 2. März 61 vor der Stadtgrenze New Yorks gelandet sind. In der ersten Nacht waren wir zu neunt. 7 Agenten, ein Astronom und ein dämlicher Junge, der sich auf der Landstraße verirrt hatte. Oh, ihr habt dem langen Blümchen überreicht. Da lang. Es handelte sich um eine Gruppe intergalaktischer Flüchtlinge. Sie wollten die Erde als eine politisch neutrale Zone für Wesen ohne Heimatplaneten benutzen. Kennen Sie den Film Casablanca? Mhm. Das gleiche im Grunde, nur ohne Nazis. Oh. Wir waren einverstanden und haben alle Spuren ihrer Landung vertuscht. Aha, dann sind das hier also echte fliegende Untertassen und die Weltausstellung war nur ein Tarnmanöver für die Landung. Das hätte sonst für Queens gesprochen. Und jetzt treffen jedes Jahr weitere nichtmenschliche Wesen ein und leben unerkannt unter uns. Tut mir leid, ich will jetzt nicht vom Thema ablenken oder so, aber wann haben Sie das letzte Mal eine Computertomographie machen lassen? Vor 6 Monaten, das ist die Pflicht. Aha, Sie sollten vielleicht noch einen Termin machen. Hören Sie, sagen Sie Ihrem Freund Zed, dass ich wirklich einen Riesenspaß hatte und ich bedanke mich bei euch für alles, aber zeigen Sie mir, wie ich hier rauskomme. Na schön. Ich hole mir einen Kaffee. Wollen Sie einen Kaffee? Nein, danke. Im Augenblick nicht. Okay. Wanga! Wanga! Wie geht's, Jungs? Scheiße. Okay. Ist das ein koffeinfreier? Nein, Wiener Zimtmischung. Oh, jetzt erzählen wir nicht wieder, wir haben nur das Pulverzeug da und keine Sahne. Ich finde das Zeug ekelhaft. Oh, Sekriga Setuaka! Oh, schön. Gut. Gut. Und sonst bei euch soweit alles klar? Okay, Jungs, macht euch keinen Stress. Alles klar. Habt ihr eigentlich schon gesehen, was die Puppe im Lob... Wollen Sie wirklich keinen Kaffee? Die Kauengas sind gar nicht übel, aber erstmal ihr Sabota. Okay, Junge, so sieht's aus. Zeitweise befinden sich etwa 1500 Außerirdische auf unserem Planeten und die meisten von ihnen hier in Manhattan. Und die meisten sind auch durchaus korrekte Leute, die nur versuchen, über die Runden zu kommen. Taxifahrer. Nicht so viele, wie man glaubt. Die Menschen wissen größtenteils nichts davon. Sie wollen es nicht und sie brauchen es auch nicht. Sie sind glücklich und zufrieden. Und bilden sich ein, sie hätten alles im Griff. Aber warum so ein Geheimnis? Menschen sind intelligent, die verkraften sowas. Ein Mensch ist intelligent, aber ein Haufen Menschen sind dumme, hysterische, gefährliche Tiere, das wissen sie. Vor 1500 Jahren hat jeder Mensch gewusst, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums ist. Vor 500 Jahren hat jeder Mensch gewusst, dass die Erde flach ist. Und vor 15 Minuten haben sie gewusst, dass die Menschen auf diesem Planeten unter sich sind. Stellen Sie sich nur mal vor, was Sie noch alles wissen. Morgen. Und wo ist der Haken? Der Haken? Der Haken ist, dass Sie jeden Kontakt zu Ihren Mitmenschen abbrechen müssen. Niemand wird wissen, dass Sie existieren. Nirgendwo. Für immer. Bis Sonnenaufgang will ich eine Entscheidung. Hey! Lohnt es sich? Oh ja, und wie es sich lohnt. Wenn man sehr Hund ist!